Findet ihr es nicht auch immer wieder schön, wie eure geliebte Krabbe es schafft, jedes Video wieder irgendeinen neuen Stuff abzuziehen? Ich auch. Und damit willkommen zurück zu House of Iron 4. In der Zwischenzeit Folge, keine Ahnung wie viel. Und wir sind im Krieg mit Third Rome, dem dritten Rom, plus die Briten, aber die Briten sind nicht mehr existent, weil our Italian friends managed to cap, die haben einfach eine fette Flotte, haben die Briten erobert, ja. Also nicht die Italiener, eigentlich habe ich die Briten erobert, die Italiener sind nur gelandet, ohne mich wären sie aber wieder zurückgepusht worden. Also ich bin derjenige, der eigentlich hier die Briten besiegt hat. Ich. Naja, nichtsdestotrotz, Brasilien ist uns beigetreten unter dem Lieblingsschauspieler. Und dann sind wir jetzt im Krieg mit Uruguay und Co., genauso wie rein theoretisch Kolumbien und United, gut, mit denen sowieso. Das Ganze nutzt mal als neue Front gegen die USA. Mit den USA meine ich nicht euch, sondern die USA. Ne, USA. Versteht ihr? Ja, nichtsdestotrotz, ich empfehle Holy, alle Links in der Videobeschreibung und seit über einem Jahr mein treuer Partner für leckere, zuckerfreie Energies und Eistees und schmeckt saugeil und einfach mal austesten, alles in der Videobeschreibung, mit den Codes spart ihr Geld und unterstützt die Krabbe, muss ich mal loswerden, habe ich dieses Mal noch gar nicht gemacht in diesem Projekt, ich liebe Holy seit über einem Jahr, ich habe, ja, genau, so, Top Produkt Placement, Hashtag Krabbe vor Präsident. So, Werbepartner sehen das, denken sich so, Digga, was ist denn mit ihm falsch? Der macht einfach Placement nebenbei, random, labert 5 Sekunden irgendwas und glaubt, dass die Leute das kaufen. Und das Ding ist, die meisten, also ich glaube, meine Community kennt in der Zwischenzeit Holy schon. Ich glaube, es gibt keinen, der es nicht kennt. Und ich stehe einfach für Holy, ich trinke selber jeden Tag Arbeit und zu Hause Eistees und Energies. Hydration ist nicht so, Hydration ist eher was für Sportler und taugt mir einfach persönlich nicht so. Probierpakete und so. Wenn ihr noch nie Holy gekauft habt, mit dem Code Krabbe 5 spart ihr 5 Euro. Gibt Probierpakete für Energies und Eistees mit den besten Sorten zum Durchschlabulieren. Und für jede weitere Bestellung mit dem Code Krabbe spart ihr zum Beispiel 10%. Und unterstützt meinen Kanal dabei. Vielen Dank an der Stelle an alle Holianer unter euch. Unter uns. So. Nachdem wir jetzt genug geblubbert haben, machen wir weiter. You can only core one state at a time. Integrate Danzig Commune. Hä? Integrate Danzig. Also kostet mich 125, das kostet mich 110. Aber warum kann ich denn das Korn und sonst nichts? Das ist die Frage. Ah, das geht auch. Mehr als 50% Compliance. Ah, das ist grundsätzlich günstiger. Ihr braucht dafür halt einen hohen Gehorsam. Ja, damit dürft ihr raten, was ich nicht habe. Hohen Gehorsam. Das geht doch gar nicht. Hä? Hä? Ja, whatever. Soll nicht mein Problem sein. So, dann. Promote. Wir standen ja auch direkt auf Level 2, ne? Wegen unseren freigeschalteten Fertigkeiten. So, mich wundert, dass die Brasilianer sich mit in den Krieg rufen, also. Ich hätte schon irgendwie mal erwartet, dass die sagen so, please help, Alter, oder so. Aber nö. Luxemburg. Niederlande hat Luxemburg den Krieg erklärt. Weißt du, und ich bin immer der Böse, weißt du so? Ich bin immer derjenige, wo man hier unbedingt besiegen muss. Hä? Aber selber hier den ganzen Tag. Was? Ball Bearings? Hä? Pff, keine Ahnung, was die von mir wollen. Die sollen mich in Ruhe lassen. So, ihr dürft wieder in die Offensive gehen. Aber produktionstechnisch komme ich nicht hinterher, gell? Na
Meine Stabilität snackt uns einiges weg, aber wir haben halt 40, 50, 60, 130, 140, 150, ja, 100% Bonus für den Output generell. Das ist halt, also müssen wir, also brauchen wir nicht drüber, das ist halt wirklich enorm viel, ne? Da dürfen wir jetzt gar nicht drum rumtun. Das ist halt, oh, jetzt, da ist es. Und ich helfe natürlich. Dafür habe ich ja meine Truppen auch schon alle rübergeschickt. Die bringen sich jetzt alle in Position. Was ist mit euch? Also, verstehe. Das haben wir schon erledigt. Dann geht die einfach auch mal mit hier hin und chillt so ein bisschen hier im Amazonas. Ganz gemütlich, Amazon und so. Okay. Was? Gain plus ein Seis? Mauser. Ich mauser mich zu was Besserem. Oh, Wortwitze heute wieder Endlevel. Wortwitze heute einfach wieder Endlevel plus. 23%. Wir haben trotzdem die höchste Kriegsbeteiligung in der Zwischenzeit. Ja, auch wenn die Verluste nicht ganz so schön sind. Wichtig hier ist jetzt einfach, dass wir eben Kolumbien überdümpeln. Was ist denn mit Peru? Die sind auch im Krieg mit denen. Kann ich euch einladen in unsere Gang? Nee. Ah, die sind in diesem nordischen Sauerhaufen drin. Hier ins Spiel. Nordischer Sauerhaufen hier ins Spiel. Das hat nichts mit der realen Welt zu tun, at YouTube. Militärischen Zugang vielleicht bei euch? Was ist mit Japan eigentlich los? Die Japaner voll am Ausrasten, Alter. Die kennen ja gar nichts hier. Was ist Jens los? Achso, Uruguay ist weg. Okay. Uruguay geht natürlich an Brasilien, also. Keine Ahnung, wie das jetzt jemand anzweifeln könnte. Kernbevölkerung bei uns beträgt übrigens inzwischen seit 100 Millionen. So, ihr seid auch durch. Stelle ich mal da unten hin. Keine Ahnung, vielleicht erklären wir ja nochmal jemanden den Krieg. Flughäfen gibt es hier halt leider keine, deswegen kann ich auch keine Flugzeuge nutzen. Das ist halt ein busy doofy doof. Was ist sonst noch das Problem? Er ist krank. Hätte er sich mal besser ernährt, wäre auch noch nicht, wäre jetzt nicht krank geworden wahrscheinlich. Logistik Company, schrauben wir mit rein. Warum habe ich denn jetzt so ein Infanterie? Oh Gott, ey. Gut, Artillerie brauchen wir aktuell nicht. Apropos Artillerie brauchen wir nicht. Ich habe auch einfach nichts davor, steht es bezüglich. Ich meine, ob ich die wirklich brauche, ja, gegen Japan vielleicht, rein theoretisch. Irgendwann mal. So. 50 Werften. Beziehungsweise 45. Okay, aber echt ein bisschen Problem mit den Russen hier. Und die Flugzeuge machen auch nicht das, was sie sollen. Ah, ist wieder der alte Bug. Lieben wir. Ah, jetzt schauen wir, ob es besser geworden ist. Jawohl. Die pushen ja uns sogar zurück zum Teil. Versorgung ist ja komplett krisär. Eieieiei. Ei. Ja, es gibt halt nirgends. Die sind zum Glück nicht so teuer wie im Base-Spiel. Kannst du jetzt eigentlich nur bauen und hoffen, ne? Das wird halt eine Weile dauern. Während am Ende des Tages mache ich es ja für mich. Wie lange dauert das jetzt? Bis 10. Mai. Ja, wobei es geht, 5 Monate. Könnte natürlich trotzdem besser sein, aber lassen wir mal so stehen. So, schwere Schiffchen brauchen wir natürlich auch. Ich finde es übrigens schön, dass man da 10 hinzufügen kann. Und damit stoppen wir hier erstmal alle Offensivbemühungen. Hier müsste ich rein theoretisch auch noch einen hinschüppeln. So. Ja, mit der Versorgung wird das nichts. Also die Sowjetfront, die kann ich so in den ja, 100.000 Mann verloren.
Das wird nix. Da müssen wir abwarten, bis wir da die Versorgung in den Griff bekommen haben. So, hier läuft es hingegen ganz gut erstmal. Für den Stand der Dinge, sag ich mal. Ist auch gar nicht so schlecht, wenn wir ein bisschen langsamer angehen lassen, das Ganze. So, es ist 1942, das heißt, wir können. Na, das ist weit weg. Forschungsgeschwindigkeit, ja. Propaganda. 53. Was? Ah ja, Korn, ne? Klick. Propaganda. Brauchen wir nicht. Ja, Research Speed every time. Ressourcen- und Konstruktionsgeschwindigkeit. Und dann das hier für noch bessere Produktion. 82 pro Tag. Selbst mit 82 pro Tag würde es 60 Tage dauern, nur um unsere vorhandenen Verluste auszugleichen. Das sind 100 Tage, wo wir hier benötigen. Über 100 Tage. Hey, ach Gott, ey. Plus, wir rekrutieren noch den ganzen Tag neue Einheiten. Das kommt ja auch noch dazu. Will ich eigentlich wissen, wie viel wir Zuwachs haben aktuell? 0,45? Aber ich immer noch irgendwie 46 War Support habe, woher auch immer. Na, ist mir recht. So, er ist auch nur Level 2 trotz allem. Enttäuschend. Macht deinen Job gut. Dann wirst du auch ein langes Leben haben. Angetreten. Und noch mehr Werften. Werften bauen wir ja sowieso noch mit welche. Die Eisenbahnstrecken sind schon fertig. No factories assigned to the construction. Wenn wir es verloren haben oder weil es umkämpft ist? Weil es umkämpft ist. Das heißt, wir wechseln dann mal eins nach hinten. Ja, das ist natürlich dann ärgerlich, wenn du den Bauprogress wieder verlierst. Training. Angriffsbonus gegen Frankreich. Hier nochmal das mit. Und du hast auch schon den ersten Skiller. Gut, das brauchst du nicht, Panzer. Panzer hast du keine. Hier unten sieht es halt auch genauso bekloppt aus. An allen Fronten haben wir Probleme. Reduzieren nochmal die Anzahl neuer Truppen, die wir rekrutieren. Einfach, dass wir da ein bisschen ausrüstungstechnisch vorankommen. Nevinvasions gibt es hier keine. Wir sind zwar grundsätzlich bereit, um auf sowas zu reagieren. Ja, hier kommen wir auch nicht durch. Und eine Airbase dahin zimmern. Und auch von das, was bringt. So. Ehrlich gesagt, ist komplett wurscht eigentlich mit der ganzen Geschichte hier, weil ich sie eh nicht nutze. So, minus 100, weil wir weitere Gebiete integriert haben. Jetzt sind wir bei 103 Millionen Kernbevölkerung. Ja, und natürlich in den Gebieten, wo wir Versorgung haben, da ist es natürlich ein bisschen entspannter. Wir werden nicht überall die Probleme lösen können mit dem, was ich jetzt hier gerade treibe. Das Einzige, was ich jetzt kurz mache, ist deutsche Luftstreitkräfte, dass ich noch den Berater für die Luftwaffe einstellen kann. Dann Schiffsreparaturen stelle ich ein paar ab. Huch! Die reparieren auch gleich. Das ist jetzt sehr interessant. Das könnte... Ah, wobei, ich habe zum Glück ein paar Truppen da stehen. Da müssen wir mal kurz gucken. Warte mal ganz kurz. Mach mal so. Mal schnell schauen, wie sich die Situation jetzt hier entwickelt zwischen Belgien und Niederlande. Ob die da irgendjemanden beitreten oder nicht, ob ich da reagieren muss. Genau, deswegen lasse ich mir immer ein paar Truppen irgendwo im Hinterland stehen, weil du nie weißt, was die KI so anstellt. Aber erstmal gar nichts.
Die dürfen quasi ganz entspannt Krieg führen. Was ist denn da? Die dürfen quasi ganz entspannt Krieg führen, ohne dass ich da, ohne dass sich da irgendjemand einmischt. Hm. Ja, hier unten ist halt auch das gleiche Schauspiel, ne? Da unten ist wieder genau das gleiche Schauspiel. Da brauchst du auf alle Fälle noch einen. Rein theoretisch müsste man auch hier eine reinbauen, weißt du so? Jetzt ist hier das genau, ist hier auch das Ding weg. Genauso wie hier müsstest du auch einen hinbauen. Ah, es ist so. Wir bauen jetzt trotzdem erstmal die einen fertig. Und dann die anderen. Verluste 5,5 zu 1 Million. Manpower ist trotz allem... Er ist gar nicht so sehr auf unserer Seite, ne? So ganz arrogant kann man jetzt hier flexen und so, aber so krass ist es nicht. Wir müssen da trotzdem... Ich glaube, wenn die Sowjets besiegen, dann wird sich es schlagartig bessern. Schaut es hier mit dem Flughafen aus? Frag für einen alten Freund. Warte mal ganz kurz, wo habe ich denn jetzt den Flughafen in Auftrag gegeben? So, nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Das ist nicht deine Ernst, oder? Der Flughafen vom Amazonas ist einfach in Europa gefühlt. Da kannst du eher noch Bomben in Spanien abwerfen als über Kolumbien, Alter. Wer ist auf den Gedanken gekommen, da einen Flughafen hinzubauen? Das ist ja fast schon... Ach, fällt mir gar nicht so ein, was es sein könnte alles. Ach Gott, echt. Das tut schon ein bisschen weh im Herzen gerade. Muss ich schon sagen. Naja, was willst du machen, ne? Compliance und 50%, die kriegst du halt nicht einfach so. Da musst du eine Weile warten. Weil die schon relativ gut ist, ja? Wenn wir es noch Frieden hätten, wäre es natürlich noch besser. Auf der anderen Seite könnten wir natürlich... Könnte man natürlich auf Military Governor nochmal gehen. Dann hätten wir nochmal ein bisschen besseren Zuwachs. 0,64. Naja. So, April. Italien hat Griechenland den Krieg erklärt. Jetzt läuft mal hier gleich Gefahr, dass es mir alles über den Kopf fliegt, wenn ich nicht aufpasse. Okay, die sind der Triple Enter beigetreten. Bleibt also auf entspannt erstmal noch. Hm. So, so leid es mir tut, Leute, ihr werdet keine Flugzeugunterstützung bekommen. Und durchkommen werden sie scheinbar auch nicht, so wie es ausschaut. Ohne Luftunterstützung oder ohne Naval Invasion dürfte das eine relativ aussichtslose Sache sein. Beginnen wir mal entspannt mit der Atomforschung. Ist hier noch irgendwas? Naja, komm, wir haben eh maximale Anzahl an Propagandatokens. Das greifen die uns sogar an. Ich meine, die kommen zum Glück nicht durch, aber trotzdem, wir sind eine Dreistigkeit. So. Und die ganzen Versorgungs-, wie gesagt, wenn die ganzen Versorgungshubs fertig sind, denke ich mal, dürften wir in der Lage sein, den Sowjets den finalen Stoß zu versetzen. Nischni Novgorod haben wir da unten. Was haben wir sonst noch? Nichts Besonderes. Die schauen nicht so gut aus hier. Würden wir die vielleicht mal kurz besuchen? Ja, ja, ja. 5 Divisionen. Jawohl. Schmeißt die Hüte in die Luft. Was ist das hier? Schweden, oder? Ich bin doch mit Schweden verbündet. Machen wir jetzt keine Faxen hier. So. Kennt ihr mal da drüben mit hin? Lösen wir die schwedische Offensivdings da auf. Argentinien. Gegen Brasilien wahrscheinlich. Gegen mich selber eher nicht, würde ich mal behaupten. Würde nämlich gar keinen Sinn machen an der Stelle. Ah, Kolumbien schlägt aber zurück. Eine Kriegserklärung von Seiten Argentiniens wäre mir auch komplett egal. Truppen haben wir da. Die werden auch den Krieg nicht erklären, glaube ich. Zu irgendeinem Fokus sein. Und die werden dann eh kurz vorher wieder sagen. Es war alles ein Prank, Bro.
So. Der ist fertig auf alle Fälle. Der ist auch fertig. Haben wir schon die ersten neuen Versorgungshubs hier in Produktion. Modulare Konstruktion. Also irgendwas mit Produktion von Versorgungsdings gibt es hier nicht, ne? Global Anarchists. Aha. Können wir das mal kurz in Ruhe lassen, während ich jetzt hier meine Versorgungshubs baue. Danach, wenn ich die fertig gebaut habe, könnt ihr mich ja gerne angreifen. Okay, haben wir soweit. Dachte ich eigentlich alle gebaut, aber irgendwie... Hä? Excuse me? Welche habe ich denn überhaupt gebaut? Die da unten? Also den habe ich gebaut? Der ist ein Bau, der ist ein Bau, der ist ein Bau, der ist ein Bau. Da ist einer fertig. Da fehlt rein theoretisch auch einer. Das ist hier genau die gleiche Situation. Ich glaube, da drüben wird es auch nicht besser, weil die haben auch keine Versorgungsdepots. Da ist eins. Kasan natürlich von der Hauptstadt aus und da. Aber aus irgendwelchen Gründen ist denen das eher egal noch, dass die nichts zu essen haben als mir. Das finde ich eh total unfair. Warum müssen die weniger essen als wir? Apropos, jetzt hat. Okay, der ist fertig, der ist wichtig. Der ist jetzt fertig, der dürfte nämlich hier wichtig sein dann für die Hauptoffensive in Kasan. Der wird ebenfalls wichtig mit für die Offensive. Wobei die ihn gar nicht gebraucht hätten, jetzt interessanterweise, die mit Ralf verarschen, oder? Weißt du, was wir machen? Jetzt greifen wir da mal an, oder? Schauen wir mal, ob unser neues, was unser neues Versorgungsnetzwerk so hält. Ja, das sieht doch erstmal schön aus. Ja, das sieht ganz toll aus. Da kommen wir durch, weil da die Russen einfach keine Versorgung haben. Wir müssen eigentlich nur nach Kasan vorstoßen, der Rest wäre mir schon wieder wurscht. So, das sind jetzt zwei Panzerdivisionen. Die sind auch gar nicht so schlecht, die sind echt relativ human eigentlich. Dankeschön. Die Franzosen kriegen eine Naval Invasion von den Briten, die seit Jahren kein eigenes Land mehr haben. Kannst du dir schon wieder nicht ausdenken. So, da unten sind auch noch die, ist noch zumindest ein Versorgungshub in Produktion. Das wird noch eine Weile dauern, oder? Ja. Tut mir leid, Leute, da müsst ihr noch ein bisschen euch gedulden. Aber die Tür nach Kasan ist theoretisch offen. Sobald sich meiner dazu entschließt, da auch rein zu marschieren. Litauen möchte Rechte, meinetwegen, Rechte abtreten. Ich finde es immer gut, wenn jemand seine Rechte an seinem Land abtreten möchte. Hier in Hearts of Iron 4. So, noch mehr Trucks. Wobei wir doch genug Trucks haben, oder? Ja, nee, haben wir nicht. Okay. Militärpolizei 3, weiß ich auch immer, ist ja zu begrüßen. Das ist alles zu weit weg. Nachtvision noch. Nachtsichtgeräte. Hier haben sie gar keine Truppen mehr, die dritten Römer. Ah ja, das ist auch wieder. Das ist auch wieder der Klassiker jetzt. Ja, suchen Deckung hier. Suchen Angriff. Angriff auf Kasan läuft. Die Frage wird sein, erfolgreich oder nicht. Ist halt leider ein River Crossing mit dabei. Aber es ist nur eine reine, ist nur eine Kavalleriedivision, die das verteidigt. Nicht, dass ich jetzt sagen möchte, damit Kavalleriedivisionen wären schwach oder so, aber... Die stärksten sind sie jetzt auch nicht, ne? Aber gut, mit diesen erfreulichen Anblicken verabschiede ich mich von euch für heute. Der Krieg in Brasilien bleibt, in Südamerika bleibt spannend. Der Weg ist offen Richtung Nordamerika. Europa ist erstmal stabilisiert. Wobei ich natürlich ganz klar sagen muss, die Nordische Konföderation ist ein großes Problem. Und die Trippelente ist noch lange nicht besiegt. Deswegen an der Stelle, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Haut rein.